Der Zirkus Charles Knie lädt in sein Winterquartier ein. Am 4. März ist Tag der offenen Tür im Einbecker Ortsteil Volxen, können die Besucher hinter die Kulissen schauen. Der vielfach ausgezeichnete Raubtierlehrer Alexander Lacey, der in diesem Jahr mit dem Zirkus auf Tournee durch Deutschland gehen wird, zeigt an diesem Tag seine Löwen und Tiger bei mehreren Proben. Hi everybody, I'm Alexander Lacey, the big cat trainer here at Charles Knie, and we invite you all to the open day on the 4th of March, where you get to see all of the animals and also a Raubtier Probe with me and my lions and tigers. Hey Kashmir, good boy. Und hier ist Magnum Minor Probe. Unweit des Raubtierkäfigs im Winterquartier trainiert Marek Jama seine Pferde und bereitet sie auf die neue Saison vor, in der viele neue Tiere dabei sein werden. Der Zirkus Charles Knie geht auch in diesem Jahr mit einem rollenden Zoo auf Reisen. Durch mehr als 40 Städte, natürlich wieder mit Pferden, aber auch mit Kamelen, Zebras, Lamas und Kängurus. Herzlich willkommen zum Tag offene Tür. Premiere ist in diesem Jahr am 16. März in Northeim auf dem Mühlenanger.